Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Habt ihr das eben gesehen? Mit Sicherheit ganz am Anfang des Trailers. Die Lok hat sich bewegt, ohne dass Strom anliegt. Ältere Abonnenten werden es vielleicht schon kennen aus einem anderen Video von mir. Da habe ich das schon mal in der Art gezeigt, wie ich das mache. Und zwar ist das Ganze nur deswegen, damit meine Loks ruckelfrei fahren können. Und wie ich das gemacht habe, das möchte ich natürlich heute alles gerne zeigen und mit dir besprechen. Und damit recht herzlich willkommen bei Train Dreams. Jede Woche Freitag 16 Uhr bin ich für euch da, so auch heute. Und wir steigen auch gleich mal ein. Und zwar das Geheimnis des Ganzen liegt bereits vor uns. Der Strom wird nicht von der Lok aufgenommen, der Strom wird aufgenommen von den Wagen, die dahinter sind. Wir sehen es hier schon, Magnetkupplung, stromführend, Artikel Nummer 330. Ich werde es gerne unten verlinken, wenn ich dran denke. Ansonsten schreibt mich an, Uli, du hast das nicht verlinkt, ich möchte es gerne kaufen, wie auch immer, ist mir egal. Und wenn es keinen interessiert, dann halt nicht. Ist auch nicht weiter schlimm. Und ich möchte ganz gerne zeigen, wie ich das hier so einbaue, was ich da gemacht habe, wie ich es lösen kann. Weil jeder Wagen oder jede Wagenreihe, die man irgendwo so kaufen kann oder wie auch immer, ist anders. Du musst es immer anders lösen. Blöderweise hast du auch so viele Hersteller, die irgendwas bauen. Jeder macht es auf seine Weise. Es gibt auch wahrscheinlich keine richtige und keine falsche Weise. Aber es ist halt so, dass man sich bei jedem Wagen überlegen muss, wie löse ich das. Günstig, wenn man natürlich, sag mal, so 7, 8 Stück von der gleichen Reihe hat, dann kann man es immer wieder genauso bauen. Aber meistens ist es nicht der Fall. Ja, man hat Wagen gekauft vor 10 Jahren, Wagen gekauft vor einem Jahr, wie auch immer. Und es wird immer anders gelöst. Bei moderneren, dann kann ich einfach die Kupplung rausziehen, stecke die neue rein, bin fertig. Aber ganz so einfach ist es auch nicht, weil es will ja alles irgendwo verlegt werden. Die ganzen Kabel, die ganzen Litzen, die wir da drunter sehen, die wollen ja alle verlegt werden. Und ihr wisst ja, ich habe mit meiner Kamera richtig dicht drauf gehalten, wie klein das alles ist. Wir reden über Spur N. Und die Kupplungen müssen beweglich sein, die müssen sich in alle Richtungen bewegen können, die müssen eine Steigung abkönnen, die müssen Seiten abkönnen und so weiter und so fort. Und das Ganze zu lösen, habe ich natürlich erstmal hier eine ganze Wagenladung Radsätze gekauft. Das ist nur ein kleines Beispiel. Ich habe noch mehr. Ich habe weit über 100 von diesen Radsätzen gekauft, die einseitig isoliert sind, da die meisten Wagen haben entweder Plastikräder, ganz toll, klar, die sind leiser, aber... Oder sie sind doppelseitig isoliert. Und das ist natürlich überhaupt nicht zu gebrauchen, denn ich baue ja nicht bloß die stromführenden Magnetkupplungen an, sondern ich nehme auch an jedem Rad oder Radpaar gemeinsam den Strom ab. Habe ich jetzt ein doppeltes Lager, also eine doppelte Reihe, dann kommen eben auch überall abgenommen. Also ich nehme an jeden einzelnen Radsatz nehme ich den Strom in Zukunft ab. Bestellen musste ich da, wir sehen es schon, ich messe das hier alles nach, verschiedene Achslängen, verschiedene Raddurchmesser und wie auch immer, obwohl die meisten 6,2 betragen haben bei den Durchmesser, also die 15er, ich glaube, die haben wir gar nicht mehr. Oder doch, ich weiß es nicht, vielleicht hier beim Tomix oder sowas. Aber der hat ja sowieso Stromaufnahme dran, also da kann man es ja so lassen. Und bei der kriegt der auch die Magnetkupplung noch dran. Aber als Beispiel habe ich jetzt hier gerade diesen älteren Wagen genommen, da wo man noch ein bisschen basteln muss, ja, wo man ein bisschen was zeigen kann, wie man das Ganze macht. Und jetzt habe ich erstmal das Innenmaß ausgemessen von dem Radsatz, was hat man günstigerweise innen. Da hat jeder so ein bisschen seine Geheime, wo der eine, der sagt, mach 6,8, der andere 7, der nächste 7,2. Jeder hat da so sein Ding irgendwo, was er macht. Ich habe mich halt für 7,2 entschieden, das passt, das läuft sauber mit meinen Weichen, das passt alles irgendwo wunderschön und das läuft. Ne? Warum soll ich ja was verändern? Man muss ja nichts verändern, was sowieso funktioniert. Und deswegen die 7,2 und das muss ich ja nachher wieder einstellen können, deswegen habe ich es vorher erstmal nochmal ausgemessen, wie groß ist es überhaupt und habe jetzt in meiner Schiebelehre das dann oben verankert, festgemacht und dann kann ich das entsprechend dann immer bloß nachher wieder dazwischen halten, das werden wir übrigens auch gleich noch sehen. Als Stromaufnahme hatte ich ja früher bei meinen Donnerbüchsen zum Beispiel, wer sich an das Video erinnert, hatte ich ja einen ganz feinen Draht, ein Kupferdraht, der nicht isoliert war, mehrfach um die Achse gelegt, locker, nicht straff, Gottes Willen, sonst passiert gar nichts mehr. Habe mich jetzt aber mittlerweile entschieden, das Ganze über Aderendhülsen, die so ohne Plastik sind, also reine, pure Aderendhülsen. Die muss ich halb schneiden, das reicht völlig aus, damit ich auch auf diese 7 mm komme, Abstand dazwischen. Die sind also ein bisschen länger im Original. Schneid zu halb, hast du zwei Stück, hast du für einen Wagen schon was da oder zumindest für ein Radpaar was da, wie auch immer. Und das passt irgendwo. Und das Ganze mache ich einfach mit einem kleinen Bastelcutter, wird das klein
halb geschnitten. Und wenn sich da ein bisschen was verbogen hat, weil man ein bisschen ruppig war, dann kann man das mit einer Rundfeile wieder ein bisschen aufarbeiten. Aber wenn man das schön vorsichtig macht, passiert überhaupt nichts. Es läuft ganz einwandfrei und sauber. Ein wichtiges Werkzeug ist natürlich hier dieses Teilchen, was ich hier verwende, womit man eben auch erstmal den Radsatz trennen kann und zum Schluss auch wieder zusammenfügen kann, was man wirklich extrem sauber mitarbeiten kann irgendwo. Ja, man kann das vielleicht auch irgendwie auseinanderrupfen oder was auch immer oder mit einer Zange drunter gehen und ziehen. Sollte man vielleicht nicht machen. Ich würde eine Investition in so ein Gerät hier machen, weil dann kann man ganz sauber arbeiten. Man kann auch ganz, ganz genau einstellen, wie groß der Abstand zwischen den beiden Rädern sein soll. Wenn es zu eng ist, drehe ich das Ganze nochmal an, schiebe die Achse wieder ein Stück zurück und da kann ich wirklich im 0, und Millimeter Bereich das Ganze irgendwo einstellen. Das ist der einfache Part. Ja, dass man erstmal da die Hülsen drüber zieht. Wir sehen es bei dem Wagen, ist es schon. Ich probiere mal ein bisschen hier, wie er rollt. Er rollt gut. Natürlich muss man wissen, dass die Litzen gerade unten ein bisschen schleifen, weil sie ja da so rumhängen wie so Spinnenarme. Und er rollt gut. Und das ist mir wichtig dabei irgendwo. Ja, das haben die Donnerbüchsen damals übrigens auch gemacht. Und das funktioniert schon. Wie gesagt, ich habe hier ein älteres Modell, was ich euch zeigen will oder euch zeige, wie ich es mache. Und jetzt kommt erstmal an die Achse ein bisschen Lötzinn dran. Ja, Schraubenzieher, sage ich schon, den Lötkolben schön sauber gemacht. Ich habe ja hier so einen ganz kleinen 8 Watt Lötkolben nur. Ich verwende keinen großen für solche Sachen, damit ich eben hier nichts verbrutzle oder wie auch immer, damit das eben sich nicht verformt, das Material und wie auch immer. Zuerst einen kleinen Lötpunkt draufgesetzt und dann das Kabelchen, die Litze entsprechend draufgelötet. Das ist kein Hexenwerk, das ist relativ einfach. Wenn man ein bisschen aufpasst, wenn man alles ein bisschen genau machen möchte, dann passt das schon irgendwo. Und ihr seht schon, man muss natürlich wissen, dass, das wisst ihr, da bin ich mir sicher, dass eben so ein Radsatz nur auf einer Seite den Strom abnimmt und man entsprechend das dann anbringt, dass eben meinetwegen das hintere auf der Seite den Strom abnimmt und das andere auf der Seite den Strom abnimmt. Ansonsten funktioniert es nicht. Dann nehme ich nur auf einer Seite Strom ab und nichts wird passieren. Ja, dann habe ich eben der Effekt gleich null. Und aber das denke ich mal, das sagt der gesunde Menschenverstand schon. Und ihr seht schon, wie schön locker das da drüber hängt. Und du hast immer irgendwo Kontakt. Ja, das läuft sowas von sauber, das ist unglaublich. Und jetzt muss ich im Grunde genommen von den beiden, ich werde mal eine Schemzeichnung noch versuchen einzufügen, von den beiden Magnetkupplung, stromführende Magnetkupplung, bleibt natürlich eine Seite verbunden und die andere Seite verbunden. Und dann entsprechend die die Stromabnahme auf jeder Seite einzeln. Und das muss man eben versuchen, in diesen Wagen oder mit diesen Wagen zu verbergen. Das möchte man ja nicht sehen. Man möchte, man will ja auch nirgendwo hängen bleiben. Wenn man das schlecht gemacht hat und unten hängt so ein bisschen ein Kabel runter, ja, dann bleibe ich an der Weiche hängen oder was weiß ich alles. Und das geht halt nicht. Ja, da muss man eben ein bisschen gucken, dass man alles schön optisch auch sowieso wegmacht, aber da brauche ich im Modellbahner nichts zu sagen. Wir Modellbahner sind eh alle ein bisschen ein seltsames Völkchen und wir wollen sowieso mal alles perfekt haben. Ja, wir wollen alles irgendwo, zumindest die meisten, da will keiner was sehen oder sowas, ja. Und was ich jetzt mache, ist, ich brauche tatsächlich, weil das ist so fein jetzt da unten, deswegen auch dieser kleine, immer der erhobene Zeigefinger bei mir hier, so fein, dass ich mit der Lupe arbeiten muss. Deswegen könnte ich euch jetzt das Zusammenlöten von den letzten beiden Kabeln nicht mehr zeigen, weil ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Ich stehe aufgrund der Kamera, die über mir ist, kann ich jetzt nicht direkt drüber gehen und bin dann immer meistens so 40 cm von entfernt. Und wir alten Männer, wir haben mit denen nicht mehr so gute Augen. Und da muss man eben ein bisschen dichter rangehen, ja, beziehungsweise mit einer Lupe arbeiten. Und deswegen, ich hätte die Kamera umbauen können und wie auch immer, aber ich habe zwei Litzen zusammengelötet. Das ist kein Hexenwerk. Wer es wissen möchte, lasst mich wissen in den Kommentaren. Dann zeige ich euch das Ganze noch. Ich möchte sowieso von euch gerne mal wissen, schreibt doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von sowas? Ich weiß, da gibt es unterschiedliche Parteien. Die einen, die verteufeln sowas, die sagen, nö, meine Kurzkupplung oder meine was weiß ich Kupplung ist für mich das Nonplusultra. Gerne. Aber ich mache es ja, erstens mal finde ich die Kupplungsvariante mit den Magneten super. Ja, du fährst rückwärts ran, das schnippst du ganz leicht ran, das hält sofort, da gibt es kein Hin und kein Wider. Das ist einfach alles fest. Ich werde es euch gleich noch zeigen in ein paar Videoschnipseln hier hinten im Anschluss. Und das funktioniert einfach. Ja, da gibt es nichts und sagst, oh, die Kupplung sagt nicht richtig. Jetzt haben sie die Wagen hinten gelöst. Bei einer Steigung hat sich hinten was abgelöst und. Und die sind so stark, du kannst da einen Meter Zug hinten dranhängen. Überhaupt kein Problem mit Ladegut oder wie auch immer. Das geht, ja.
kommt sowieso nicht bei mir. Ich fahre maximal 5-6 Wagen hinten dran. Weil meine Anlage ist dafür viel zu gewunden und verwunden irgendwo, als dass ich da noch irgendwie da 1,50 Meter Zug. Das würde gar nicht wirken bei mir. Das sieht auch gar nicht schön aus. Ich mag es auch sowieso nicht so. Ich bin für dieses puppige, niedliche irgendwie, ja. Hat jeder so sein Ding. Und guck mal, wie schön das hier zusammengeht. Ich hänge die Lok vorne dran, Wagen hinten dran. Natürlich muss ich Hand Gottes spielen, wenn ich die Wagen dann trennen möchte. Ja, da muss ich eben die auseinanderziehen. Aber das muss ich ja sowieso machen. Und noch fummeliger dazu, wenn die Haken miteinander vor die Original. Ja, dann entweder nehme ich ein Kupplergleis. Blöde. Ein tierischer Krach, das schnattert, das macht da Krach. Oder auch moderne vielleicht nicht mehr so. Mag ich überhaupt nicht. Und du kannst nur an der einen Stelle das trennen oder den Wagen abkuppeln. Will ich nicht. Nö, ich will das irgendwo machen, wo ich gerade denke, hier sollen ein paar Wagen abgestellt werden. Da will ich die dann abstellen, dann passt das irgendwo. Aber schau doch mal, wie sauber das läuft. Ja, das ist mein Testkreis. Habe ich lange nicht benutzt, muss ich dazu sagen. Ich baue ja mehr, als ich fahre. Und das Ganze mache ich jetzt übrigens hauptsächlich, damit ich euch ein paar Fahrvideos mal zeigen kann. Nützt mir aber nicht viel, weil meine zum Beispiel die 216er, die hat ja die Kupplung schon dran. Und auch die hat ja schon die Magnetkupplung dran. Da kann ich nicht viel machen. Ja, da hinten sehen wir die andere. Da kann ich keinen normalen Wagen. Und ich hatte fast alle Wagen noch auf die normalen Kupplungen, nur die Donnerbüchsen. Und ich will euch nicht bloß mal die Donnerbüchsen zeigen. Ich will auch mal andere Wagen hinten dran hängen. Und jetzt sehen wir das wieder, was ich euch vorhin gezeigt habe. Die Lok fährt ohne Kontakt zum Gleis. Ist ja klar, weil der Strom wird von dem Wagen hinten abgenommen. Der hat ja eben zum Beispiel die Drehschemel drunter, wo immer zwei Achsen nacheinander sitzen. Die nimmt eben wirklich an vier Stellen, nimmt der Wagen hinten den Strom auf, wie eine normale Lok irgendwo. Und kann dann eben entsprechend Strom zur Verfügung stellen. Das läuft eben super. Und so wünsche ich mir, dass das alles ruckelfrei und sauber läuft. Und nur dann habe ich Spaß und ihr vielleicht auch, wenn da was vor sich hin ruckelt, da irgendwelche Lampen flackern im Personenwagen. Da oben stehen übrigens die Donnerbüchsen, von denen ich gerade sprach. Da leuchtet auch das Licht gerade drinne. Die sind alle miteinander verkuppelt. Und hier vorne, guck mal, wie schön die Lok jetzt. Zack, hinten an den Reinigungswagen. Da sind auch die Reinigungspads, also die muss ein bisschen was ziehen. Und ganz, ganz sauber über die Gleis, über die Radreinigeranlage da drüber. Das läuft. Und gerade bei der Radreinigeranlage, die ist noch empfindlicher als das Weichen sind, weil sich da was bewegt. Da hast du ja dieses ständige Vibrieren, dann läuft die auf einem ganz schmalen Grat nur vom Stromabnehmer her. Läuft. Ja, und so habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt schaut euch das auch wieder an. Ich fahre ganz, ganz sauber rückwärts ran, rumpst da ein bisschen gegen den Wagen. Das ist ja wie im Original, das ist ja noch ein bisschen zurück. Und dann geht's ab in die andere Richtung. Sauber. Und ich habe es absichtlich gemacht vor diesem Radreiniger, dass auch da ganz, ganz wunderbar und sauber alles irgendwo drüber läuft. Und am Licht, wenn ihr mal vorne guckt, an der Lok, da flackert gar nichts. Das ist einfach nur an. So wie ich mir das wünsche. Und das ohne Kondensator. Ja, da ist kein Kondensator in der Lok drin. Also wenn die Strom abreißt, dann flimmert das Licht vorne, ja. Während jetzt die Donnerbüchse, die ich anbinge, die haben Kondensatoren drin. Man sieht, wie das Licht langsam ausgeht, weil er verliert immer wieder den Strom. Die Räder sind furchtbar dreckig. Und weil die Räder dreckig sind, auch natürlich die Kupplung. Man muss natürlich ein bisschen mehr Wartung machen. Das muss man wissen. Das ist das Einzige, was ich akzeptiere. Dass man sagt, ich will nicht so viel Wartung machen, ich muss da ständig irgendwas sauber machen. Ja, es gehört doch dazu. Es gehört doch dazu, dass wir unsere Wagen und Rollmaterial, dass das alles gewartet wird, dass es sauber gehalten wird, dass die Räder gereinigt werden, dass die Achsen sauber gehalten werden, dass die Spitzen an den alles irgendwo sauber gemacht wird, ja. Ihr werdet übrigens in einer der nächsten Folgen sehen, wie ich meine V200 umbaue. Da habe ich Dreck rausgeholt, kann ich sagen. Und die Lok lief super. Aber es ist nun mal so. Andere Loks, die ruckeln und zuckeln und machen, da fragst du dich. Und meine V200, die läuft, obwohl die verdreckt ist. Du denkst, die kam aus der Kohlegrube rausgeholt. Aber es funktioniert. Gut, okay. Ich habe es aber jetzt gereinigt. Das zeige ich euch alles, wie die auch umgebaut wird. Das zeige ich euch auch alles in einem der nächsten Videos. Und schaut mal, wie schön das hier ist. Da ist nichts. Da sieht man die kleinen Leutchen am Fenster stehen und mein umgebauten Donnerbüchschen schon. Und wie gesagt, die haben da drin einen Kondensator verbaut, der ist so groß wie die kleine Fingerkuppe. Ich habe sie untergekriegt. Es geht alles, es geht alles, es funktioniert auch alles. Und ich finde, so muss das aussehen, so sauber muss das irgendwo laufen. Und hier vorne läuft ja auch dann der, stelle ich ja gerade ein, hier seht ihr das Vibrieren. Er hat die Radreinigungsanlage, die läuft. Die ersetzt aber kein manuelles Reinigen, sage ich gleich. Also wenn die richtig verdreckt sind, musst du die Räder von Hand reinigen. Und das geht. Ich habe das eben zwar ausgetauscht, aber ich habe auch ein paar Wagen schon umgebaut. Ich habe schon so 20 Wagen umgebaut oder so mit jetzt ja, Stromabnahme und Magnetkupplung. Und das funktioniert genauso gut. Das kann man auch schön mit einem Reinigungsgummi da unten reinigen oder wie auch immer. Und wenn die erstmal einen Grund drin haben, weil die eine gewisse
Sauberkeit haben, passt das. Jetzt bin ich absichtlich mit der Lok nur vorne so drauf gefahren, wo der Strom schon ein bisschen schlechter zu kriegen ist, um euch mal zu zeigen, dass das funktioniert, dass man eben auch da langsam drauf kann. Und ihr seht es ja auch da vorne, die Schiene, wie die ein bisschen getrennt ist, läuft ganz sauber. Gerade da oben ist der kritische Punkt, wo sonst nie Strom am liegt, ja. Funktioniert. Und so hat man Spaß an der Anlage, wenn man sauber fahren kann. Natürlich könnte man sagen, halt deine Gleise sauber, meine Gleise sind sauber. Aber trotzdem hast du Problemstellen. Und diese Technik hilft bei diesen Problemstellen, Spaß zu haben mit seiner Anlage, ohne irgendwie immer wieder, ja, ach, jetzt hängt sie da hinten in der Ecke, im Tunnel fährt sie nicht oder was weiß ich. Ich finde, das passt. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, hier sind noch zwei Videos, die zum Thema passen, ruckelfreies Fahren und Strom. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Freitag 16 Uhr wieder. Da bin ich für euch da und ihr hoffentlich für mich auch. Und dann sage ich, macht's gut bis dahin. Tschüss, euer Uli.